Nice. So, was haben wir denn für den Reifen zu Ich werde auf jeden Fall weich nehmen. Ja. Also Safety Car ist ja eigentlich garantiert auf der Strecke. Kannst du davon ausgehen, ja. Ich glaube ja, möglicherweise gehe ich momentan tatsächlich von Ryan aus, dass er sich weglegt. Ja, der hat auch wirklich viel Pech dieses Season. Ja. Also Mexiko, da hat er mir echt leid getan. Boah, das war richtig. Oder war das Silent? Nein, das war sogar Ryan. Ja, Ryan, ja, komplett. Oder das Ja. Es ist trocken. Nein. Das heißt, die können gar nichts. So, Autoeinstellung. Setup laden. Wo ist mein Imola-Setup? Mein Imola-Setup ist jetzt schon auf mehr Topspeed ausgelegt. Also deswegen meinte ich auch, Top 10 ist schwierig im Qualifying. Meinst du? Ja. Ist nicht möglich. Traue ich mich zum Sagen. Wobei es sind. Nee, ich sag gar nichts. Ich sag lieber gar nichts. Wahrscheinlich schmeiß ich es jetzt wieder weg. Park für mich soll eigentlich auch passen. Okay, guys, everyone be aware, the car is ready to go. Car is ready to go. Alright, auf geht's. Auf geht's. Ah, endlich damit die Racing, geil. Bock. Ja. Zu lange her. Wunderschön ist das. Ich nehme den Haas von mir Alpha Tauri. Auf ging's, hat Lepp. Jo, bin doch kurz. Aber das ist erstmal eine Safe Lepp für die Bestellung. Zehntel hinter Sven, das ist okay. 14. Hier. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. So. Kann sein, dass meine Zeit echt gut war. Keine Ahnung, wo du bist, danke. P4. Meine Zehntel hinter Sendeops. Okay. Cool, ja. Ja, okay, es sind aber noch manche noch nicht gefahren.
Doesn't matter. I'm going for another hot load. P8. Stark. Ja, wir noch mal eine Zettel verbessern können. 14-2. Das ist ganz gut. P8 ist strong. Sehr geil. Sehr geil. Auf P10 aktuell. Egal. Der Level ist. Der dürfte ganz gut sein. 1,14,7. Ja, halbe Sekunde nutzen wir. Es ist mehr als gut. Das geht aber ein bisschen was. Ja, vielleicht sind ja Top 7 sogar drinnen. Das wollen wir mal. Das wäre fürs Rennen schon echt gut. Aber ich verliere alles im Mittelsektor. Irgendwie hapert's da. Im ersten Sektor war ich 3 Zehntel im Minus. Dann komme ich aus der Schikane raus und nur noch 1 Zehntel im Minus. Also irgendwie. Ja, Schikane ist übel. Wenn du die Scheiße nimmst, ist schon voll nicht so viel Zeit. Ja. Hat da jemand keinen Sprit mehr? Nee, ich gehe gleich auf meine Outlap, also auf meine Pushlap. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Oder von der Session disqualifiziert. Nee. Ersten Sektor verkackt. War auch ein bisschen viel Verkehr, da stand nämlich auf einmal ein Auto quer vor mir. Vielleicht geht sich vom Sprit noch eine Pushlap aus. Keine Ahnung. Ryan ist P2? Das ist strong. Junge, der ist da 1.13.972 gefahren. Was ist denn da bei ihm los? Der hat auch eine neue Wheelbase gekriegt. Aha! Das sagt schon alles. Wow! Wo ist Sandy? Was ist denn mit Sandy aufs los? Er ist hinter mir. Er ist P5, Junge. Teil und Lucke 16. Second try. Okay.
Wenn die Ochs jetzt nicht verbessern, glaube ich, dass er holt ihm noch einen Vektor noch was raus. Jawohl, nochmal zwei Zettel gefunden auf einem Used Soft. 14-0. Oh. Perfekt. B5 aber trotzdem. Ich bin auf B11 untergerutscht jetzt. Oh, die noch das ist so knapp. Das ist schon nicht weit auseinander, das stimmt schon. Aber Ryan P2. Das heftig. Ist schon heftig. Das ist wirklich heftig. Guck mal, wo ist Zendiox 8, ey? Was ist da denn los? Boah. Hat er sich überlegt, die Cheats auszumachen? Ich weiß ja nicht. Und dafür Ryan hat angemacht, oder was? Das war los. Oh, wer guckt dir das an? Ab Ryan, alles bis zu dir runter eigentlich. Verdammt knapp. Ja, ist schon knapp auf jeden Fall alles. Aber sieh's mal so. P12, ey Junge, Mann. Ja, aber guck mal deine Steigerung an. Du bist nur 4 Zehntel zu mir. Nicht einmal. 3 Zehntel. Also eigentlich hast du den größten Schritt von allen gemacht. Ja, warten wir mal ab, was jetzt im Moment passiert. Ja. Ah, war so knapp nicht unter 14 gefahren.